Es wurde auch mal endlich Zeit. Wir haben hier das erste Online-Casino-Spielschuldenurteil. Und zwar ein sehr netter Anwalt namens Reckmann setzt sich für Spieler ein. Vielen Dank, Herr Reckmann, dass Sie Spielsüchtigen helfen. Ich möchte Ihnen gerne mal das Urteil mal vorstellen. Und zwar das LBB, also Landesbank Berlin, ist im Verfahren gegen einen süchtigen Spieler gescheitert. Und zwar die Sache ist die, dass der Spieler mit Kreditkarte bezahlt hat. Und dementsprechend hat er das Geld zurückgebucht. Ich weiß nicht, warum diese Banken immer so korrupt sind. Sie wissen doch, dass solche Spiele in Deutschland verboten und illegal sind. Und trotzdem haben sie versucht, über Inkasso Druck zu machen. Und nachdem der Spieler, wie gesagt, ja, den netten Herr Reckmann eingeschaltet hat, ist das Ganze vors Gericht gelandet. Und das Amtsgericht München hat natürlich das gesamte Verfahren abgewiesen. Ich glaube, es ging um irgendwas von 4.000 Euro Rechtsstreit. Muss hier stehen, also das ist der Betrag, welcher die Bank von Spieler zurückverlangt hat. Wie gesagt, diese Banken sind sowas von kriminell. Das ist unglaublich, dass sie sich in solche oder an solche illegale Spiele beteiligen. Also hier ist das Urteil, wenn Sie wollen. Ich kann es gerne unten verlinken. Also haben Sie keine Angst, wenn Sie mit Kreditkarte zahlen oder PayPal, was auch immer. Das ist eines der besten rechtskräftigen Entscheidungen überhaupt in Deutschland. Ich habe noch nie so ein Urteil gelesen bis jetzt. Oder am besten direkt zum Herr Reckmann gehen. Er wird Ihnen hundertprozentig helfen. Ich kann nur noch wieder mal mich bedanken, das ist wirklich ein super tolles Urteil. Gehen wir nochmal das Ganze mal kurz bis zum Ende durch. Also das ist wirklich ein Wahnsinn-Urteil sogar. Ich hoffe, das Video war interessant für Sie. Alles Gute Ihnen und lassen Sie sich nicht von korrupten Banken oder Inkassounternehmen einschüchtern. Dankeschön für das Zuschauen und bis zum nächsten Video.